Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in TS Classic. Wir spielen als Szenario vom Jonas93, das habe ich aus raceteam.de, RE3 in roten Zeiten, Dienstag, 2.6.2010, 6 zu 6. Guten Morgen, aufgrund von anhaltender Problemen bei der BR612, die Verfügbarkeit der Züge erheblich einschränken, kam es in den 2010er Jahren immer wieder zum Einsatz von Ersatzzügen auf der Relation Frankfurt-Saarbrücken. Du fährst heute eine dieser Ersatzzüge, gebildet aus einem Wittenberger Steuerwagen, N-Wagen und einer BR218. Du fährst diesen Zug bis Ingelheim, rüste jetzt den Zug auf, deine Abfahrt ist um 6.08 Uhr. Ich wünsche dir eine gute Fahrt. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das doch gerade mal. So. Gehen wir mal rein. Als erstes Batterie. Mit Shift B. So, dann Hauptschalter ein. Das wäre drin und noch die Batterie eingeschalten. Jetzt. Okay. Und Motor starten. Ist, glaube ich, dabei. Motor wird gestartet. Dauert knapp eine Minute. Ich glaube, den Motorstart gebe ich mir mal hier. Ah, ist immer wieder schön, wenn der Dieselmotor startet. Nice. Das funktioniert. So, dann brauchen wir hier mal die Lichter. Und hier hätte ich gern was anderes eingestellt. Probefahrt, www.bahn.de, Betriebsfahrt, Leerfahrt. Wir machen einfach Regionalbahn. So. Sehr geil. Gut. Forward, forward, forward. Sitzt ein bisschen tief, habe ich das Gefühl. Aber das passt. Ja, ich hoffe, mir kracht das Spiel nicht ab. Denn jedes Mal, wenn ich das Szenario beende, spielt mir der ganze Rechner ab. Legen wir es hier. Okay. Ja, dann. Run up. Wie hier. Das funzt. So, hier mal ein bisschen rauszoomen. Naja, schönes Dieselgewitter da hinten. Spannend wird es auch mit der Performance. Wie gesagt, ich habe das noch nicht getestet. Das ist übrigens die Beta-Strecke. Kann also gut sein, dass hier noch ein bisschen Sachen fehlen hier. Wahnsinn. Was für ein Gleisvorfeld. Erinnert mich an München. Ja, wie jetzt zu schnell. So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich hier an Bord des RE3 zur Fahrt nach Saarbrücken Hauptbahnhof. Dieser Zug hält unter anderem in Frankfurt am Main Flughafen Regionalbahnhof, Mainz Hauptbahnhof und Bad Kreuznach. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Der nächste Halt ist dann in wenigen Minuten Frankfurt Niederrad. Der Ausstieg befindet sich dort in Fahrtrichtung links. Ja, sehr cool. Kann man da vom Jonas auch noch ansagen. Oh, schaut mal, was da vorbeikommt. Nice. Ah, mit der könnte man eigentlich auch mal wieder fahren. Ich warte schon drauf, dass das mal endlich für den Trains in World rauskommt.
Das wird super. Also je nachdem, wann das Video dann rauskommt, ist es schon draußen. Aber jetzt statt Aufnahme noch nicht. Ja, so um die 40 Frames habe ich jetzt hier. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Einmal ein Foto. Und ein Foto von der Seite. Dann habe ich mein Thumbnail. Das erste zumindest. Ja, da geht es ein bisschen bergauf. So ein bisschen anschubsen hier. Ja, ich habe gerade Star Wars Jedi Survivor durchgespielt. Jetzt ist nach langer Zeit mal wieder, dass ich hier in TS Classic unterwegs bin. Hab schon vermisst. Ich mal wieder Lok fahren. Kein Star Wars mehr. Jetzt habe ich noch gerade ein anderes Spiel entdeckt. Per Zufall. Death Stranding. Das hat eine ziemlich geile Story, aber ist ziemlich abgefuckt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Kommt dann auch das Let's Play auf dem Kanal. Oder? Du bist zu schnell. Wie kann ich denn jetzt schon zu spät sein? Wow, was ist denn das für ein Zoom? Oh, Todeszoom. Okay. Wie Anfang des Jahres in Stranger 2, da gab es auch mal, wie gute Zeit ist ein Todeszoom, ey. Manche mochten den, manche haben Kast. Südli. Du bremst aber nicht schlecht. Nee, noch ein bisschen zu früh. So, dann halt mal. Das geht nicht. Sind wir 110 Meter lang? Wie lang sind wir denn eigentlich? Steht da leider nicht. So, Tür auf. Da hätte ich jetzt irgendwie Bock, mal wieder nach München zu gehen und mit 420 herumzudüsen. Es sind einfach schöne Triebwagen. So, haben wir eigentlich eine Innenansicht? Oh ja, haben wir sogar. Nice. So. Abfahrt. Gib Schmackes. Oh, ich tue sie schon ein bisschen quälen. So, warum 60 hier?
so, das sollte reichen. Wie sind das eigentlich? Sind die eigentlich noch so unterwegs? Im Plandienst oder nur noch als Ersatzzug? Also wenn es jemand weiß, gerne mal reinschreiben. Und wenn sie noch fahren, wo fahren sie denn noch? Was? 50? Ah, okay. So, fangen wir dann meinen Flughafen Regionalbahnhof. Nächster Halt. Stand da nicht 50 beim letzten Signal? Ja, doch, hier jetzt. Mensch. Kommen wir ja gar nicht auf Geschwindigkeit hier. Eigentlich wollte ich ja ursprünglich ein anderes Video aufnehmen. Also wir sind schon TS Classic, aber ein anderes Szenario. Und zwar auf der Cornish Mainline habe ich das Szenario-Pack gefunden bei Alan Thompson, wo zum Private Charter nachgemacht wird in 13 Szenarien mit der Class 37. LSL ist im April 2023 dann so rumgefahren auf der Cornish Mainline. Und ich habe tatsächlich Teil 1 aufgenommen gehabt und war eigentlich soweit fertig und wollte es editieren. Und ich, Superheld, habe dann einen Teil der Aufnahme gelöscht, das Versehen. Jetzt muss ich dies nochmal machen. So, ich darf jetzt wieder schnell fahren. Moin! Weil so wie es da bergab geht, brauche ich eh nicht mal Gas geben. Unser Fahrmax ist 140. Oh, holy shit. Und 90. Instrumentenbeleuchtung. Frankfurt Gateway Gardens 1. Nächster Halt Frankfurt am Main, Flughafen Regionalbahnhof. Der Ausstieg befindet sich dort in Fahrtrichtung links. Steht 50. Dann kriege ich dafür die Ankündigung. Ja. Hier.
Ja, wir sind immer noch leicht zu spät. Aber ich würde sagen, das ist noch in der Toleranz. Wunderbar, da wären wir hier. Alle, die jetzt mit dem Flieger weg wollen, bitte hier aussteigen. Irgendwas donnert da auf der linken Seite. Ja, alte Tafeln gekonnt ignoriert. Sehr gut. Bin auf. Minimale Verspätung. Oh, cool. Your Jeans. 71,90. Holy shit. Ganz schön teuer. Boah, das muss ja in echt ja mega laut sein, wenn hier die 218 ja ist. Ballert richtig schön hier. Hinter der Linie gehen, liebe Leute. Okay, da kommt nichts an. Oh, dürfen schon wieder fahren. Weniger gucken, mehr fahren, Bravoure. Rüsselsheim. Eigentlich, was wir machen könnten, ist mal den hier machen. Ja, mit einem Rollstuhl hast du natürlich mit den alten Wagen natürlich nicht so viel Spaß. Okay, 60 dürfen wir. 120. Geil, dann gehen wir Gas. Warum ist das? Oh, cool. Wie habe ich das gerade angemacht? Wollte ich dich auch wieder ausmachen? Okay, das bleibt jetzt an. In dem Triebwagen wirken die Geschwindigkeiten total schnell. Dann gehen wir auf die 11 runter. So, 7. Maximale Entschleunigung für mich. Und 100. Wir müssen auf 80 runter. Hätten wir das geschafft.
Ja, 7 Meilen, aber eine kanadische Strecke. Also allerspätestens da wird dann das Rangieren kommen. Weil die Amerikaner haben so viele Handweichen. Aber ich würde mir das auch mal in Polen wünschen, dass man endlich mal die Handweichen bedienen kann. Kann ja nicht so schwer sein. Aber ja, das Jahr ist ja noch lang. Da kann noch sehr viel passieren. Wenn man denkt, von Early Access so bis jetzt, ist auch schon recht viel passiert. Was aber noch geil wäre, ist zum Beispiel bei so Bahnhöfen wie in Katowice, dass man da automatischen Weichenlauf hat. Das wäre super praktisch. Hat es ja auch in echt, wurde mir zumindest gesagt. So, Gas geben. Oh, mal ein bisschen Cinematic hier. Oh, wieder oben. Ja, cool. Hält die Geschwindigkeit. Weitestgehend. Cool, wir können da sogar noch ein bisschen hin und her gehen. Keiner da, der mit mir mitfahren will. Meine Angst. Was irgendwie ironisch wäre, wenn Dovetail Games irgendwas für Simmel machen würde. Ich meine, das wird nicht passieren, aber das wäre irgendwie ironisch. Aber dann hätte man vermutlich mit der Strecke voller Bugs. Aber ich bin gespannt, wann die dann irgendwann mal indirekt dann reagieren werden auf den Druck, den dann Simrail ausüben wird. Noch hat Simrail zu wenig, aber sobald dann die Drittentwickler da immer mehr mitmachen, wird spaßig. Und ich hoffe, die Tools werden auch offen für die Community. Also mich würde es mal sehr reizen, da mit dem Editor mal rumzuspielen und vielleicht selber was zu basteln. Oh, wir scheinen noch halbwegs gut in der Zeit zu sein. Rollgeräusch ist was anderes. Ob man den Steuerwagen auch mit einer Lokomotive fahren könnte? Das wäre eigentlich auch nur witzig. Man schön laut im S-Bahn-Verkehr dann. So. Mal runter bitte.
was? Ansage? Eine Ansage? Nächster Halt, Rüsselsheim. Ausstieg im Bahnhof rechts. Ah, ist sie ja. Das Bahnhofsgebäude. So, Stückchen noch. Ah, was? Steht das hier wirklich noch? Okay. Hey, wir sind pünktlich. Geil. Warte mal anschauen. Okay. Ein einsames Vorsignal hier. Ah, Formsignal, Entschuldigung. Bedient von diesem Stellwerk. Oder Zentralstellwerk, je nachdem. Wie es jetzt hier ist, aber... Echt? Steht das hier noch? Ich würde es ja lieben gerne jetzt mal bei Google Maps nachgucken. Oder Google Bilder. Aber ich traue mich gerade nicht raustappen, damit mir das Spiel hier nicht abkracht. Ja, okay, cool. Nice. So. Aber wisst ihr was? Beim Wegfahren, wenn wir uns mal kurz dann hier hinstellen... Und das beobachten, bis dann wieder zurückfällt. Wenn es denn das tut. Schon sehr cool. Zu nett. Wie schauen wir denn generell aus? Mainz Bischofsheim, Mainz Römisch, Mainz Hauptbahnhof, Heidesheim, 7:33. Sounds like a plan. Eigentlich wäre es so spaßig gewesen, mit dem Waydriver zu fahren. Ja, aber den habe ich jetzt mal nicht an. Na komm, bin abfahren. Was? Der hat mir das hier nicht gewertet. Oh, du Arsch. Naja, was soll's. Moin. So. Mal sehen, ob es auch irgendwie einen Klack macht. Oh, cool. Das ist noch so ein bisschen nachgegangen. Sehr cool. Da steht ja noch mehr hier rum. Da auch. Cool. Da auch. Okay, da stand ein Gebäude auf den Schienen. Das muss bestimmt so.
die nächsten. Oh, wie geil. Es ist ja Heaven hier. Oh, da vorne ist schon der nächste Halt. Da sind wir jetzt gar nicht weggekommen. Aber auch nicht Spaß haben mit den... Holy shit, das ist groß hier. Ja, okay. Hier kann man ein bisschen was abstellen. Boah, sag jetzt nicht, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen warten. Keine. Oh, bei dem links ist irgendwie eine Zusatzanzeige mit an. Ich glaube, ich nehme 160 Meter. Zu anhalten. So, was stand jetzt bei dem anderen hier? Etwa 5 Minuten später. RB75. Oh, und auf den warten wir jetzt. Oh, wie gehen... Ja, wir warten auf den. Ach, der hat aber ruhig mich fahren lassen können. Hat auch einfach eine Regionalbahn drin. Jo, gut. Also im Römischen Theater sind es knapp 6 Kilometer. Eine 143. Ja, also wenn wir jetzt hier länger warten müssen, dann glaube ich, werde ich das für euch rausschneiden. Ich hoffe jetzt nur, der fährt jetzt nicht vor uns die ganze Zeit. Dann haben wir hier Rudi Welle. Können wir eigentlich Fenster aufmachen? Es geht. Okay, cool. Nice. Kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Ah ja, Uhrzeit läuft mit. Sehr gut. Gibt es ansonsten irgendwas Spannendes? Nicht so wirklich. Ach, was kommt denn da rein?
Locomotion. Ich habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Geil. Oh, cool. Wir dürfen fahren. Ja dann, ab die Post. Die ist nicht glücklich mit mir. Glaube ich mal die Woche dann oben. Ja. Ist ein bisschen laut. Habe ich dieses Licht. Ah. Ach, da oben in der Ecke ist es. Okay. So, dann haben wir unsere Reisegeschwindigkeit. Fürs Erste zumindest. Ja, auch so ein Industrieabschluss, wie es aussieht. Ohne Saft von oben. Auch wieder über Zeugs hier rum. Da war er aber nicht sparsam. Finde ich aber cool, wenn die ganzen Sachen immer ein bisschen ausgefüllt sind mit irgendwelchen Wagen oder so. Und natürlich auch allgemeiner Zugverkehr. Als wenn man dann durch leere Gegenden fährt. Hat auch noch was. Südere, Mainz, römisches Tiara. Nächster Halt, Mainz, römisches Theater, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Cool, beides gehen on time. Wunderbar. Haben Sie mich jetzt? Ja, geht sich gerade noch so aus. Coole Sache. Und wo ist das Theater selber? Ach, der... Ah!
Okay. Und dann einfach mal so einen Bahnhof daneben hinklatscht. Ja, cool. Sieht man jetzt auch nicht jeden Tag. Nice, nice. Gut, einmal rein hier. Und wie lange bleiben wir hier stehen? 2 Minuten. Mainz Hauptbahnhof. 5 Minuten. Ah, ich glaube Hauptbahnhof. Da gebe ich euch meinen Cut. Das müsste ich jetzt nicht geben, wenn wir da 5 Minuten noch stehen. Aber fährt sich wirklich angenehm. Kann ich dich? Ja, es gibt Leute, die fahren dann wohl so. Kennst du mindestens einen? Ach ja, Details. Ach stimmt ja, die geht doch auch an, oder nicht? Wie kann ich dich einschalten? Ah. Ibla on off. Placeholder page. Okay, wir sollen fahren. Also weniger mit der Ibola rumspielen. Ach man, ist da wirklich gar nichts drin? Schade. Boah, ob wir mal in Sibylle eine funktionierende Ebola kriegen? Ja, schon irgendwie nice. Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir jetzt den Mainzer Hauptbahnhof. Dort haben Sie Anschlüsse an die Züge des Nahen Fernverkehrs, unter anderem an den Intercity 2310 in Richtung Westerland Sylt über Bonn, Köln, Dortmund, Hamburg Hauptbahnhof, Abfahrt 7.17 Uhr am selben Bahnsteig. Sollten Sie uns in Mainz schon verlassen, danke ich Ihnen für die Fahrt mit der Deutschen Bahn und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Dieser Zug fährt dann um 6.55 Uhr weiter nach Saarbrücken. Der Ausstieg in Mainz befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Ja, lieber Jonas, also die letzte Ansage, die war also irgendwie nicht so nice. Klang irgendwie so, als wäre es gerade irgendwie doppelt am Abspielen. Herzlich willkommen, Herr Mainz Hauptbahnhof. Guten Tag, Kollege. So, bleiben wir mal hier stehen. 55. Ach, da sind wir. Ja, wunderbärchen. Ja, sieht nett aus hier. Okay, liebe Leute, nachdem wir jetzt hier 5 Minuten rumstehen, würde ich sagen, gibt für euch erstmal eine kleine Pause oder beziehungsweise ein kleiner Schnitt und dann geht's gleich weiter. So, dann, da wären wir schon wieder. Wir dürfen abfahren. Boah, das Geräusch von denen. So, run up, please. Abfahrt. Mal sagen, direkt auf die 10.
Passt erstmal. Und wir können ein bisschen Strecke machen. 13 Kilometer bis Heidesheim. Sind wir gerade durch? Ja, wir pfeffern gerade durch auf die 100. Oha, Leckalarm. Was ist jetzt los? Ah, wird wieder besser. Minimal so schnell. Wie weit schafft die das eigentlich mit einem vollen Tank? Also wann muss man nachtanken? Es gefällt mir nicht, dass es da so kurz vor Rot ist. Oh, rauf auf Stufe 14. Oh, was? Das war gerade SBB Cargo da dran, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Mensch, ganz schön bunt gemischt, was wir da heute sehen. Also bis jetzt, muss ich sagen, gefällt mir das Szenario ganz gut. Hat er gut gemacht, der Jonas. Und auch die überwartete Strecke. Sieht nicht schlecht aus. Also gibt es kostenlos zum Download bei racesim.de. Wenn ich dran denke, werde ich auch nochmal die Strecke mit verlinken. Also die bestehende Strecke wird da übrigens nicht ersetzt. Das ist für sich eine eigenständige Strecke. Oh ja. Kann was. Pünktlich ankommen. Wenn die Anzeige da stimmt. Jetzt sind wir da im roten Bereich. Kühlwassertemperatur. Ich glaube, ich habe da ein Problem.
mal hier einen Lüfter anmachen oder sowas? Luftpresse, Lüfter. Hm. Der geht aber nicht. Jo, mal sehen, ob wir ankommen. Parallel mal schnell das Handbuch aufmachen. Manuell. Abschaltung. Nee, ich habe nicht aufgepasst. Die arme Lok, die hasst mich. Oh, wir sind ja gleich bei Anschlag. Ah, ein bisschen mehr bremsen. Wir sind ein bisschen flott. Oh, bremsen bitte. Komm, geh runter, runter, runter. Jo, gerade noch so. So, Handbuch, steht da irgendwas drin? Air Compressor, da steht nichts wegen Kühlung. Pressing and shift and then connect between, cold and breaking only possible regain power. Unsere Gefahrstufen, Ebola. Ah. Decrease, das ist auch nicht. Electric Train Supply funktioniert na, auch nicht. Black System. Reverse, auch nix. Hm. Da steht gerade nichts drin wegen Kühlung. Sollen wir vielleicht mal in die Lok reingehen? Nee, auf damit. Power. Das ist bestimmt irgendwas für Lüfter. Sanden, Instrumentleuchte. Musst du bei dir Lüfter? PZB, Bremse lösen. Hm. Jetzt gerade auf die Schnelle nicht. Schalter auch nicht. Anderer Führerstand vielleicht. Komisch. Oh, da. 150 Grad. Das kann doch nicht gut sein. Ja. Wir fahren mal weiter. Hoffentlich schaffen wir das. Es sind 4,87 Kilometer. So, Bremsen gelöst. Los geht's. Es geht auch nicht runter. Hilft natürlich auch sehr, dass ich die Lok da jetzt noch stressen tue. Ob die Nadel überdreht?
Irgendwas ist hier nicht richtig. Kilometer, du schaffst es. Nein, davor muss ich abbremsen. Aber war das bis jetzt so eine gute Fahrt? Yes, I know. So, das ist dann auch unser letzter Halt. Da sage ich gleich eins vorweg. Ich werde da die Tür nicht öffnen. Weil sobald er hier das Destinat und Safe rausgehen will, crasht mir der ganze Rechner. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Und dann werde ich erstmal die Aufnahme beenden. Bisschen instabil mein Setup gerade. Aber wir haben es ja trotzdem nach Ingelheim geschafft. Und der Motor macht auch mit. Noch. So, da wären wir da. Ja, ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen. Und mal schauen, was wir das nächste Mal machen. Also ich hätte irgendwie schon noch Bock auf diese Charter-Tour, dass wir die mal machen. Zumindest, dass ich da mal ein, zwei Sachen davon mal zeige. Und ja, mal sehen, was dann so für Abenteuer auf uns warten. Das mit der Temperatur fand ich jetzt ein bisschen schräg nach hinten. Aber immerhin, wir haben es geschafft. Bis dahin, gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.